Moin, ich bin's wieder, Arnie Wall, und heute schauen wir uns Killing Floor 2 an, und zwar ein Glitch, beziehungsweise, es ist ein Cheese-Move, den man als Glitch bezeichnen könnte, wenn man es dann so will. Und was bringt einem das Ganze? Nun, man kann das Spiel auf Hölle auf Erden schaffen, ohne Probleme. Man kann es auf Lebensmüde machen, man kann es auf Normal machen, man kann es auf Schwer machen. Es hilft also bei den Trophäen bzw. bei den Achievements, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Glitch auch auf dem PC funktioniert. Ich habe es jetzt nur auf der PS4-Version getestet. Da funktioniert es auf jeden Fall. Wichtig allerdings ist, dass ihr trotzdem ein Online-Spiel macht. Am besten macht ihr nur mit Einladung, damit ihr ein privates Online-Spiel macht. Aber es geht nicht, wenn ihr offline solo spielt. Dann funktioniert das Ganze nicht. Auswählen müsst ihr die Karte Außenposten. Wie gesagt, Schwierigkeit ist völlig egal. Ich nehme jetzt nur Normalschwierigkeit, weil dann kann ich euch nämlich gleich im Video auch noch einen kleinen Trick zeigen, wie man die Trophäe kriegt, dass man den Patriarchen umbringen muss, bevor er sich heilen kann. Das ist nämlich auf Normal und gerade als Demolierer auf einem relativ hohen Level, so wie ich, das habe extrem einfach. Was auch mit dem Glitch funktioniert übrigens. Und ich melde mich, wenn wir wieder dran sind. So, nach ein paar Anläufen sind wir dann auch endlich im Spiel, in der Map, wo wir hinwollen. Also erstmal hier die normalen Gegner, ist jetzt relativ egal. Ich kann auch einfach dran vorbeilaufen. Weil wir wollen zu einer ganz bestimmten Stelle auf der Karte. Und die befindet sich hier unten. Ja, das ist hier diese Garage. Ist nicht so schwer zu finden, wenn man die Map ein bisschen kennt. Und zwar wollen wir genau hier in die Ecke. Ja, also da, wo dieser Reifenstapel immer ist, einfach hier in die Ecke stellen. Und jetzt, keine Ahnung, können wir einfach mal zuschauen, was passiert hier. Ja, genau das passiert nämlich. Die Gegner haben eine Ahnung, dass wir hier sind, wissen aber nicht genau wo, weil genau hier, ja, hier diese Linie, da ist eine unsichtbare Wand, durch die man auch, ja, manche Klassen können dadurch keine Granaten schmeißen. Natürlich mit meinem Dynamit als Demolierer, das funktioniert. Ja, so. Aber es sind noch viele. Das funktioniert. Manche Klassen können es aber nicht, aber man kann hier ohne Probleme rausschießen. Und ja, sobald ich aber hier rausgehe, zum Beispiel so, wissen die Gegner, dass ich da bin. So, gehe ich wieder zurück, wissen sie es nicht mehr. Das Einzige, was manchmal passiert, ist, dass manche Gegner, die Nahkampfattacken machen, können einen hier ab und zu treffen. Ich habe das Gefühl, gerade mit den unsichtbaren Gegnern kann das schon mal passieren. Ja. In der Regel aber nicht. So, bis gleich. Nach jeder Welle könnt ihr natürlich dann einkaufen gehen. Die Kapsel ist muss man nicht. Gebt euer Bestes. Unbedingt. Also gerade nach der ersten Welle eigentlich nicht, weil da ihr ja alleine spielt, kommen relativ wenig Gegner. Das Gute allerdings ist, dass ihr alle Gegner tötet. Das heißt, ihr bekommt das ganze Geld. Und die ganze Erfahrung, also auch zum Solo-Leveln, ist das gar nicht mal so schlecht. Gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, keine Ahnung. Ist relativ schnell, so eine Runde geht 10, 12 Minuten. Je nachdem, wie verschwenderisch ihr seid mit der Munition. Ihr könnt das Ganze auch zu zweit machen. Also theoretisch natürlich mit so vielen Leuten, wie ihr wollt. Allerdings an diesen Glitch-Spot passen höchstens zwei Leute. Ja, also man kann sich zu zweit mehr oder weniger dann nebeneinander reinstellen, so dass beide sicher sind. Die anderen, die halt draußen rumlaufen, gut, die müssten normal spielen oder eben sterben. Wenn ihr auf Hülle auf Erden spielt, dann, naja, keine Ahnung, dann opfert ihr die halt. Wie auch immer. Und ihr solltet gucken, dass ihr schnell seid beim Einkaufen. Gerade wenn ihr auf hohen Schwierigkeitsgraden spielt. Weil dann kann es doch mal passieren, dass in den späteren Wellen
wenn am Anfang zum Beispiel direkt in den Wellen Flashbounce kommen und ihr auf Hölle auf Erden spielt, alleine, dass die euch doch ziemlich schnell platt stampfen. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Alles klar, ich mach weiter hier. Und meld mich, wenn der Boss kommt. Die Zeit ist um. Geht's und tötet. So, wir sind in der Bossrunde. Und wichtig ist, dass es der Patriarch ist. Ja, gerade wenn ihr auf Hölle auf Erden spielt oder Lebensmüde und so weiter. Weil der Patriarch kann euch hier an der Stelle mehr oder weniger keinen Schaden machen. Hier steht übrigens da. Wer es nicht sieht, unsichtbar. Weil wenn Hans Wolter kommt, der kann euch hier drin normal abschießen, der schmeißt deine Bomben hier hin und so weiter. Also der kann euch durchaus töten. Ja, wir wollen den Patriarch und wir wollen den Patriarchen töten, bevor er sich heilen kann. Wenn das im Internet gibt es manche, die dann schreiben, dann irgendwie bei 50% Leben heilt er sich oder bei 30% Leben, bla bla bla. Das ist so ein Ding. Jetzt kommt das, was wir dafür brauchen. Und weshalb ich gesagt habe, Demolierer ist ganz nützlich, weil eigentlich brauchen wir nur C4. Gerade als Demolierer auf einem höheren Level, ich habe jetzt 6 C4-Sprengsätze. Und die alleine würden reichen, um ihn jetzt von 100% Leben auf 0% Leben komplett runterzusprengen. Auf meinem Level zumindest. Ich bin jetzt Level 23 Demolierer. Das heißt, ich mache mit Explosionssachen eben mehr Schaden. Aber gucken wir einfach, dass wir ein bisschen vorher schon mal runter machen. Ist ja nicht schlimm. Wenn ich jetzt übrigens hier rausgehe, sieht er mich. Ja, dann sehen wir ihn jetzt auch mal. Jetzt rennt er da rum. Hallo. So, das reicht. So, und jetzt schmeißen wir da einfach ein bisschen C4 hin. Warten, bis er da wieder stehen bleibt, so wie jetzt. Und tschüss. So. Ich bin jetzt um Herrn Flauschikatz. Und schon bekommt ihr die Trophäe, dass man den Patriarchen töten muss, bevor er sich heilen kann. Das mit der Trophäe für den Patriarchen funktioniert nicht ganz, wenn man das auf hohen Schwierigkeitsgraden macht, weil er dann weit weniger Schaden kriegt. Ich denke mal, auf schwer dürfte es noch durchaus möglich sein. Lebensmüde eventuell, kommt drauf an, wie weit man ihn vorher runterschießt. Aber ja, im Grunde ist es das. Ich bin der Animo, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß beim Trophy-Hunten und ja, tschüss.